Hallo alle zusammen. In diesem Video zeige ich euch, wie man Backups erstellt und wie Sie Thunderbird-Daten aus einem Backup wiederherstellen können. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie Sie ein verlorenes Thunderbird-Profil wiederherstellen und die verlorene E-Mail-Adresse in der Inbox-Datei finden können und so weiter. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Thunderbird ist ein Plattform-User Find mal Client von Mozilla, der bei den Benutzern sehr beliebt ist. Das Thunderbird-Profil sammelt eine große Menge an Daten, die im Falle eines Programmfehlers, einer Virenaktivität oder eines Computerausfalls sowie bei einer banalen Windows-Neuinstallation verloren gehen können. Wie kann ich also im Falle eines Verlusts die Profildaten von Mozilla Thunderbird nicht verlieren oder wiederherstellen? Thunderbird Profildateien. Im Profil speichert Mozilla Thunderbird alle Benutzereinstellungen des Clients sowie Passwörter, Adressbücher, Erweiterungen und natürlich auch die E-Mail-Dateien selbst. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Clients wie zum Beispiel Outlook speichert Thunderbird nicht alle Profilinformationen in einer Datei. Hierbei handelt es sich um einen Ordner mit einer bestimmten Menge von Dateien und Ordnern, der für den E-Mail-Client und die Speicherung seiner Daten zuständig ist. Das Thunderbird-Profil wird bei der ersten Ausführung des Programms erstellt und im Standordner gespeichert. Siehe Benutzer, Benutzername, Update, Roaming, Thunderbird Profiles. In unserem Fall hat der Ordner mit den Profildateien diesen Namen. Es ist ein beliebiger vom Programm selbst erzeugter Zeichensatz. Ein Thunderbird Benutzerprofil besteht aus einer bestimmten Liste von Dateien und Ordnern, wie E-Book und History-Dateien, die das Adressbuch des Mail-Clients enthalten, Zertifikatsdatenbank-Dateien und Zertifikatsschlüssel, Localstore-RDF, eine Datei mit den Positionen und Größe der Fenster, die der Benutzer definiert hat, Mail-Fuse-Dat, Datei für Nachrichtenmodus, Panacea.mail-Ordner, Cache-Datei, die den Ordnerbaum des Mail-Clients anzeigt. Prefs.gc, die Hauptkonfiguration-Dateien von Mozilla Thunderbird und andere. Neben diesen Dateien gibt es im Profil-Ordner eine bestimmte Menge von Ordnern, von denen Sie zwei auswählen können. Mail, der Ordner in dem POP3 Postkonten, standardmäßig gespeichert werden und die Dateien jedes Kontos werden in einem separaten Unterverzeichnis gespeichert. IMAP Mails ist der Ordner in dem IMAP Mail-Konten standardmäßig gespeichert werden. Die Dateien für jedes Konto werden auch hier in einem separates Unterverzeichnis gespeichert. Diese beiden Ordner speichern die gesamte Benutzerkorrespondenz, eingehende und ausgehende Nachrichten. Und für jeden Postfachordner gibt es eine separate MCF-Datei mit dem gleichen Namen wie der Ordner im E-Mail-Client und im Online-Postfach, sicher von Thunderbird-Daten. Mozilla Thunderbird hat keine ausgebauten Werkzeuge zur Sicherung des Profildaten oder Korrespondenzdateien der Benutzer.
Wenn Sie also das Profil eines Benutzers auf einem anderen Computer übertragen müssen oder wenn der Computer oder das Betriebssystem aus irgendeinem Grund ausfällt, gibt es zwei Möglichkeiten. Verwenden Sie Software von Drittanbietern oder erstellen Sie manuell ein Profilbackup. Dafür navigieren Sie zu einem Ordner mit Ihrem Thunderbird-Benutzerprofil, Benutzer, Benutzername, Update, Roaming, Thunderbird-Profils. Beachten Sie, dass der Ordner Update versteckt ist. Um zu ihm navigieren zu können, müssen Sie Ihren Computer so konfigurieren, dass versteckte Dateien und Ordner angezeigt werden. Kopieren Sie den Profilordner und speichern Sie ihn an einem für Sie geeigneten Ort, zum Beispiel Laufwerk D oder externe Festplatte. Wie man Thunderbird-Daten aus einem Backup wiederherstellt. Im Falle eines Computerausfalls, einer Windows-Neuinstallation oder wenn Sie Ihre Thunderbird-Daten einfach auf einen anderen Computer übertragen müssen, können Sie dies tun, indem Sie sie aus einer früheren Profilsicherung wiederherstellen. Dafür installieren Sie Mozilla Thunderbird auf Ihrem Computer und führen Sie es aus. Beim Start erstellt die Anwendung ein neues Profil im Standardordner Profil, der Pfad, den ich vorhin gezeigt habe. Schließen Sie die Anwendung, ohne weitere Einstellungen auf Ihrem E-Mail-Konto vorzunehmen. Wechseln Sie danach zum Ordner Sie, Benutzer, Benutzername, Update, Roaming, Thunderbird, Profils. Und ersetzen Sie den Inhalt des neuen Profils-Ordners durch Dateien und Ordner aus einer früheren Sicherung Ihres Thunderbird-Profils. Starten Sie Mozilla Thunderbird und alle ein- und ausgehenden Nachrichten, Einstellungen und Kalendereinträge werden in den neuen installierten E-Mail-Client übertragen. Thunderbird-Profil mit Hetman Partition Recovery wiederherstellen. Wenn aufgrund der Formatierung der Festplatte Ihres Computers oder der Neuinstallation des Betriebssystems, der Ordner oder die Sicherung des Mozilla Thunderbird-Profils gelöscht wurde, können Sie diese mit Hilfe von Hetman Partition Recovery wiederherstellt werden. Dafür laden Sie Hetman Partition Recovery herunter und führen Sie es aus. Verwenden Sie das Programm und das Laufwerk, auf dem das Profil gespeichert wurde, oder ein Backup des von Ihnen erstellten Mozilla Thunderbird Profils zu scannen. Verwenden Sie das Programm, um zu dem Ordner zu navigieren, in dem Ihr Profil auf Ihrem Computer gespeichert wurde. Stellen Sie den Thunderbird-Ordner oder die Profilsicherung wieder her. Stellen Sie die E-Mail-Client-Daten aus der Sicherung mit der oben beschriebenen Methode wieder her. Ersetzen Sie also das Thunderbird-Profil durch die wiederherstellte Profildateien.
um die Wiederherstellung eines Backups des Profils von Mozilla Thunderbird im Falle eines Verlusts zu erleichtern, wird empfohlen, eine Archivdatei, ZIP oder RAR, aus einer Kopie der Profilordners zu erstellen. In diesem Fall wird die Wiederherstellung eines Profils auf die Wiederherstellung einer einzelnen Datei und nicht eines Ordners mit dem Dateien reduziert. In besonders schwierigen Fällen von Datenverlust kann der Benutzer nach einer vollständigen Analyse unter den von Wiederherstellungsprogramm gefundenen Daten nach dem Dateinamen suchen. Suchen Sie die E-Mail-Adresse in der Inbox-Datei. Wie oben erwähnt, wird die gesamte Benutzerkorrespondenz in verschlüsselter Form in Dateien mit Namen gespeichert, die Mailbox-Ordner haben. Solche Dateien werden im Profil-Ordner in Unterverzeichnis mit dem Namen Mail und IMAP-Mail gespeichert. Alle Informationen in solchen Dateien werden durch den E-Mail-Client verschlüsselt. Adressen von Mailbox, E-Mail, an die Nachrichten gesendet oder von denen Nachrichten empfangen wurden, sind jedoch nicht verschlüsselt. Wenn also ein Benutzer aus irgendeinem Grund unwiderruflich den Zugriff auf sein Thunderfield-Profil verloren hat, dann können durch Öffnen der notwendigen Mailbox-Ordner-Datei mit einem Texteditor die notwendigen E-Mails darin gefunden und wiederhergestellt werden. Wenn es zum Beispiel notwendig ist, E-Mail-Adresse mit der Endung hetman-recovery.com aus den Inbox-Ordnern wiederherzustellen, reicht es aus, hetman-recovery.com in der Suche des Texteditors anzugeben. Und es werden alle gefundenen Adressen mit dieser Endung angezeigt. Und das ist alles. Wenn Sie nach dem Ansehen dieses Videos Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Abonnieren Sie den Hetman Software-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos.